Hi! Was geht? Neue Folge Risen 2. Wir starten direkt rein. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Und die Musik ist auch voll episch. So, da sind wir. Problem Nummer 1. Es gibt hier keinen Voodoo-Kessel. Was ist mit ihm passiert? Hatte wohl eine große Klappe. Die zwei haben die ganze Zeit gequatscht. Wir gehen nach Rick suchen. Das ist die falsche Richtung. Und? Den habe ich vergessen. Das holen wir noch nach. Also, wie gesagt, ich habe ja letzte Folge mal durchforstet. Es gibt wohl keinen. Es gibt wohl einen Cheatcode dafür. Ich spreche vom Lederöl. Aber man kann es wohl nicht normal finden. Das ist echt schade. Kennst du dich auf Antigua aus? Natürlich. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Aber es wird zunehmend gefährlicher. In letzter Zeit kommen immer mehr Monster an Land, die jeden angreifen, der ihnen im Weg steht. Der Kerl meint Maras Viehzeug. Ich muss höllisch aufpassen, dass nicht mal eins in die Stadt kommt. Früher gab es wesentlich entspanntere Zeiten. Boah, wir haben noch gar nicht mit ihm geredet. Erzähl mir was über das Hinterland. Dann reden wir mal mit ihm. Etwas weiter hier, geradeaus, gibt es eine Quelle, an der die Wasserträger arbeiten. Am Oststrand fischen die Fischer. Am Weststrand hält der alte Mac nach Schiffen Ausschau. Und sonst gibt es hier und da ein paar Höhlen, Pflanzen und Viecher. Verstehe. Mac? Hier oder was? Okay. Ist dir nie langweilig? Nein. Irgendwas gibt's hier immer zu tun. Und wenn nicht, dann genieße ich einfach die Sonne Antiguas. Was kann es Besseres geben? Die Welt retten? Warum? Auf Antigua kriegst du, was du willst. Und zurzeit habe ich auch genug zu tun. Ich bin froh, dass der Admiral mir diesen Posten gegeben hat. Ich brauche Sonne, Rum und meine Ruhe. Sonst nix. Bodenständiger Kerl auf jeden Fall. Was meinst du, warum diese Viecher hierher kommen? Man sagt sich, wir seien alle verflucht. Offenbar haben ein paar Piratenkapitäne irgendwo einen fiesen, schlafenden Hund geweckt. Ich habe schon ein paar richtig ungemütliche Kreaturen gesehen, das kannst du mir glauben. Und sie kommen immer zu den Menschen, als wenn sie genau wüssten, dass wir ihre Feinde sind. Gruselig, sag ich dir. Apropos Feinde. Stallbart fehlt. Habe ich ganz vergessen, den alten. Schön, dass du wieder dabei bist. Was ist denn eigentlich dieser Blutschwurplatz? Er ist direkt neben dem Haus der Kapitäne. Früher wurde dort die Aufnahme neuer Piratenkapitäne gefeiert. Piraten, die sich dem Kodex widersetzten, wurden dort auch entehrt. Eine Entehrung endete vor unserer Zeit nicht selten mit dem Tod. Heute ist der Platz allerdings verwildert und dient den Jungs, um ihren Rausch auszuschlafen. Geil. Kannst du mir denn zeigen, wie man kämpft? Sicher, wenn du Gold hast. Er kann uns einfach nichts zeigen. Sag mal, hast du Rick gesehen? Du meinst den dürren Lagermeister? Genau den. Ei. Und wo ist er hin? Ist dem Pfad in den Dschungel gefolgt. Er hatte eine Schaufel dabei und sah ziemlich glücklich aus. Hab ihn vor den Monstern gewarnt, aber er hat nicht gehört. Frag doch mal die Wasserträger am Teich nach ihm. Danke, das werde ich. Machen wir. Hauptsache hier ist wieder ein Affe. Zack. One Hit. Welchen der Wasserträger sollen wir fragen? Hier hat doch einer einen Namen gehabt. Der eine Alte. Mich? Such dir wen anderen zum Reden.
Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Nee, eigentlich nicht. Hier ist aber auch keiner mehr von den Wasserträgern. Butch fehlt und der andere. Ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist einfach viel geschmeidiger. Ohne den Stich ist es wirklich geschmeidiger. Sieht auch viel cooler aus mit dem Säbel. Ich habe, glaube ich, hier echt ein bisschen was ausgelassen. Ist ja tragisch. Komm mal her. Alte Spinne. Komm, lenk die mal ab. Könnt ihr die bitte mal ablenken? Leute, zuschlagen. Jetzt rennt sie um Stahlbad rum. Lass mich mal da hinter sie. Abgeschossen. Ja, da sind die Fischer, aber... Wo ist der eine Wasserträger? Geil. Ich habe hier ein bisschen was ausgelassen. Das holen wir jetzt nach. Ich bin bei dir. Was? Oh. Komm. Fall um. So, das war's. Wir machen sie noch nicht Two-Hit. Ein bisschen was an Hiebwaffen fehlt noch. Wenn wir das auf 10 bringen, können wir noch Schwertmeister werden. Oh, wieder eine Krabbe. Als Schwertmeister machen wir noch mal mehr Schaden. Aufmachen. Cool. Bisschen Kleinscheiß. Hier sieht's aus, als könnte hier so ein Heldenkraut wachsen. Aber hier wächst keins. Das wäre der Punkt dafür gewesen. Ansonsten Gothic-mäßig wäre hier ein Kronstöckel. Stirb! Habt ihr ihn weggemacht? Mein Gott, ey, zu zweit auf einen Sandteufel. Rick und seine Schaufel. Der alte Mac passt auf. Sagt mir gerade echt gar nichts. Der alte Mac. Ist jetzt wieder einer von den Wasserträgern da? Nein. Keiner der Wasserträger. Machen wir hier drin? Ich weiß es nicht mehr.
Leute hier. Wahrscheinlich waren wir hier drin. Vielleicht auch nicht. Oder ist er nachgespawnt? Okay, er ist nachgespawnt. Wir waren hier drin. Immerhin spawnen Viecher nach. Das finde ich gut. Das Ganze ein bisschen lebendiger hier. Da waren wir dann auch dran. Ja. Hoppala. Wir sind dann unten. Patty kommt auch. Stahlbart auch. Wunderbar. Ja, keine Ahnung. Wir laufen einfach mal weiter. Wir werden Rick schon finden, oder? Wenn nicht, fragen wir einfach Morty. Wie war ich hier echt unaufmerksam? Was haben wir in der Folge sonst gemacht? Dass ich hier so unaufmerksam war. Oder ich bin einfach nicht auf der Seite entlang gelaufen. Oder wieder überall durchgesprintet, das kann auch sein. Das ist gut. Äffchenschädel sind immer gut. Da waren wir dran. Da hinten ist noch ein Affe. Oh, es sind einige Affen. Zwei Gorillas. Bitte mal einen aufhalten. Meine Fresse. Patty, nicht! Moment. Jungs und Mädels. Ich sag's nur ungern. Ohne Chani ist das schwierig hier. Er hat nicht so richtig den Angsteffekt. Also schon. Aber er hat nicht dieses Weglaufen. Oh shit. Lauf. Okay, jetzt hängt er. Zack! Mistviecher! Von oben reingehauen. Den Säbel reingedrückt. Sehr schön. Fluchpuppe. Ja, die Gorillas sind schon hart. Und das sagt uns, wir waren hier noch nicht. Auch nicht, wie ich das einfach ausgelassen habe. Zusammen packen wir das. Rechts. Gut
gemacht. Wir waren hier doch schon. Nur nichts eingesammelt. Die Gorillas nicht gemacht. Ach. Da sind wir. Sorry, wenn das ein bisschen planlos erscheint, aber ich bin planlos. Kann man nichts machen. Gibt's hier einen Ausgang? Ja. Ist schon mal gut. Da! Max Turm gefunden. Das Ding mehr. Gut, dass ich mit Bill geredet habe. Peinlich. Peinlich, peinlich. Einfach komplett ausgelassen. Danke. Eine 90er-Truhe. Das wäre auch zu einfach gewesen. So. War trotzdem nicht schwer, aber... Und dann so ein Schmutz da drin. Enterpistole. Jagdmesser. Und nichts. Oh, wir haben noch Wilsons Pistole. Eigentlich könnten wir auch ein bisschen Feuer spucken. Ahoi, junger Piratenkapitän. Bist wohl interessiert an den Geschichten eines alten Mannes? Ja, klar. Für eine gute Geschichte bin ich zu haben. Schön zu hören, dass es noch junge Menschen gibt, die ihr Wissen bereichern wollen. Und nicht nur ihren Geldbeutel. Wo ist die Geschichte? Was für Geschichten hast du auf Lager? Ich könnte dir vieles erzählen. Ich war damals oft im Haus der Kapitäne und war schon in so mancher Crew. Er spricht die Wahrheit. Ich kenne ihn. Er ist jedenfalls kein Aufschneider. Ich kenne auch Geschichten über Abenteurer aus fernen Ländern. Was möchtest du wissen? Was machst du denn den ganzen Tag hier so alleine? Quatsch ihn einfach voll. Manchmal helfe ich den Jungs drüben beim Fischen. Aber meist halte ich einfach ein Auge auf die Schiffe, die vorüberfahren. Und ab und zu kommt mal jemand auf einen Plausch vorbei. Wieso gehst du nicht in die Stadt und erzählst dort deine Geschichten? Für mich ist die Stadt mittlerweile etwas zu hektisch geworden. Früher, als ich noch ein junger Pirat war, habe ich viele Abenteuer erlebt. Aber ich bin alt geworden und ein wenig Ruhe tut mir ganz gut. Wie kann es sein, dass die halbe Welt verwüstet ist, während hier noch alle leben? Ich würde sagen, wir haben bisher Glück gehabt. Aber wenn dieses Seeungeheuer Mara so weitermacht, sind wir wohl auch bald dran. Du kennst Mara? Ei, ich kenne die Geschichten aus dem Haus der Kapitäne.
Außerdem hat sie eines Nachts den ganzen Strand unterhalb meines Turms überflutet. Sei bloß vorsichtig, wenn du da runtergehst, Junge. Dort treiben sich einige Versunkene herum. So, so. Kannst du mir was über die anderen Kapitäne erzählen? Die großen Kapitäne unserer Zeit waren 4 an der Zahl. Admiral Alvarez hielt sie mit Hilfe des Kodex zusammen. Wann immer sie eine Kaperfahrt vorbereiteten, die sich als große Herausforderung darstellte, trafen sie sich. Ich habe diese Treffen gehasst. Ich durfte niemals dabei sein. Sie berieten sich am großen Tisch im Haus der Kapitäne und machten gemeinsame Sache. Reden wir über die Kapitäne. Was weißt du über Captain Garcia? Garcia war schon immer ein gieriger, unbarmherziger Hund. Er soll an den Rang eines Kapitäns gekommen sein, indem er seinen damaligen Captain erdrosselt hat. Seitdem ist da an viel Gold gekommen. Und man sagt sich, dass sein Schatz irgendwo in der Südsee vergraben sein soll. Ja, das haben wir schon. Gesehen wurde er zuletzt irgendwo in Caldera. Garcia war dort eine Zeit lang im Kerker und hat sich dann irgendwie freigekauft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sein Weg ihn dorthin führt, wo es besonders viel Gold gibt. Ich habe Garcia gefunden. Und du hast es überlebt. Gratuliere. Ich schon. Er nicht. Ganz unter uns? Ich konnte den Kerl eh nie leiden. Kann ich gut verstehen. Erzähl mir was über Captain Stahlbart. Ja, Captain Stahlbart. Welcher Pirat wäre nicht gerne unter seiner Flagge gesegelt? Sein altes Schiff, die Eleanor, war selbst im alten Königreich gefürstet. Seine Kaperfahrten waren legendär. Der König selbst habe damals sein bestes Schiff gegen Stahlbart in die See geschickt. Und gewonnen. Stahlbart überlebte als einziger und schwamm zurück zum Festland, wo ein Teil seiner Crew ein Schmugglerlager aufgeschlagen hatte. Wie es ihm gelungen ist, von dort zu entkommen, ist bis heute noch umstritten. Stahlbart war jedoch immer gut mit Admiral Alvarez befreundet. Du kannst ihn ja mal fragen. Warum sagt Stahlbart nichts dazu? Das wäre jetzt cool gewesen. Was hältst du von Captain Slane? Er ist noch sehr jung für einen Piratenkapitän. Aber wem sage ich das? Slane hat sein Schicksal Admiral Alvarez zu verdanken. Der Admiral kaperte damals ein Schiff auf hoher See und ließ einen Jungen am Leben. Dieser Junge ist damals durch eine List an das Schiff eines alten Kapitäns gekommen und machte sich einen Namen. Slane war schon immer ein Schlitzohr und macht Alvarez heute das Leben schwer. Sag mir mehr über Captain Crow. Crow war ein ehrgeiziger, aber auch ungebildeter junger Mann. Seine Schwächen schien er jedoch spielend mit Abschreckung auszugleichen. Seine Kaperfahrten führten ihn meist in die nördlichen Gewässer und verärgerten die Inquisition. Ich denke, wer bei ihm mitsegelte, der hatte es nicht immer leicht. Ich habe Captain Crow getötet. Man munkelt, er sei verrückt geworden. Naja, er hat versucht, einen Erdtitan zu beschwören. Und du hast das verhindert? Ich hatte Unterstützung. Beeindruckend. Du scheust offensichtlich keine Abenteuer. Er hat einen Erdtitan beschwört. Ja, sowas habe ich schon öfter gehört. Erzähl mir mehr über Admiral Alvarez. Alvarez war früher selbst einmal ein gefürchteter und berüchtigter Piratenkapitän. Er gründete damals Antigua als Haupthandelssitz der Piraten. Sein Ziel war es seit jeher, das Piratentum in eine glorreiche Zukunft zu führen. Alvarez legt viel Wert auf den Piratenkodex. Und wer dagegen verstößt, hat nicht viel zu lachen. Wenn ich mir Antigua ansehe, scheint er ziemlich stur zu sein. Das mag sein, aber sein Erfolg gibt ihm recht. Ohne den Kodex hätten sich die Kapitäne bestimmt schon gegenseitig ruiniert. Tja, die sind fast alle tot. Wegen Mara. Was weißt du über Mara? Mara? Also gut, hör zu. Sie ist ein mächtiges und sehr, sehr altes Wesen. So sie kann alt genannt. Ihre Schönheit ist so anziehend wie die Stimme einer Sirene und wird nur von ihrer Boshaftigkeit übertroffen. Sie war sehr lange in ihrem Gefängnis eingesperrt, bis die ersten Titanen an die Oberfläche kamen.
Sie hat all die Jahre Zeit gehabt, sich zu überlegen, wie sie sich an uns rächen will. Und nun wurde sie zu allem Überfluss auch noch befreit. Wie ist Mara entkommen? Es gab schon lange eine Legende über den Wassertempel. Man sagte sich, es würden große Schätze darin verwahrt. Schwierig für einen Piraten, da zu widerstehen. Und weiter? Nun, Admiral Alvarez setzte sich mit den Piratenkapitänen an einen Tisch. Sie hackten eine der größten Kaperfahrten ihrer Zeit aus und plünderten den Wassertempel. Dummerweise befreiten sie ganz nebenbei Mara aus ihrem Gefängnis. Großartig. Wie kann man Mara aufhalten? Es gab mal eine Geschichte von einem jungen Mann, die ist noch gar nicht so alt. Man erzählte sich, er sei als Schiffbrüchiger an eine Insel gespült worden. Die Insel jedoch wurde von einem Feuertitanen bedroht, der aus der Tiefe eines Vulkans ausbrechen wollte. Dieser junge Mann schaffte es durch Mut, Ehrgeiz und mit ein wenig Unterstützung, den Titan zu bezwingen. Mara wird man mit denselben Mitteln schlagen können, denke ich. Ich dachte, es sei alles bis auf die südlichen Inseln von den Titanen verwüstet worden. Ja, aber die Geschichten nicht, mein Freund. Die Geschichten nicht. Na, dann weiß ich ja Bescheid. Wie bitte? Schon gut. Okay, dass er unsere Geschichte erzählt hat, fand ich cool. Ja. Wo ist Bill? Nee, Rick. Meine Fresse, immer diese Gewitter. Mach mal Wetter aus. Toggle Downfall. Noch. Oh ja, scheiß Ernst. Mit 3 Tagen nur Regen. Immer noch. Wir legen uns wieder ins andere Bett. Mal gucken. Es regnet immer noch. Okay. Dann geht's mit Schlafen auch nicht weg. Klingen 10. Wir pennen in unserem eigenen Bett. Vielleicht bringt das ja was. Ja, guck mal. Das sieht doch gut aus. Paddy. Komm mit. Ei. Komm, du darfst. Jetzt gehen wir einmal noch mit Wilson reden. Hatte wohl eine große Klappe. Da hat Slade ihn über Bord gehen lassen. Da hol mich doch der Klabautermann. Ja. Da hol mich doch der Klabautermann. Deine Pistole liegt beim Büchsenmacher? Verdammt, was weißt du davon? Nur so viel, dass sie scheinbar sehr viel wert ist. Und wenn schon? Warum interessiert dich das? Ach, nur so. Raus mit der Sprache. Was ist mit meiner Pistole? Ich bring dir deine Pistole zurück. Ha, meinst du? Ich glaube nicht, dass Donovan sie dir freiwillig herausgibt. Schon gar nicht, wenn er hört, dass du sie mir bringen willst. Du hast Donovan wohl ziemlich verärgert. Der arrogante Arsch erpresst mich. Er behauptet, dass ich ihm Gold schulde. Und? Stimmt das etwa nicht? Das kann man sehen, wie man will. Er will erst das Gold, bevor er mir meine Pistole, die ich ihm zur Reparatur gab, zurückgibt. Hier ist deine Pistole. Frisch vom Büchsenmacher. Zeig her. Oh, mein Prachtstück ist endlich wieder da. Vielen Dank, mein Junge. Ich stehe tief in deiner Schuld. Jetzt werde ich das gute Stück aber nicht mehr aus der Hand geben, das schwöre ich.
Jetzt? Haben wir nichts davon? Naja, was soll's. Sind die Wasserträger wieder da? Miles! Jetzt! Hast du vielleicht Rick hier vorbeikommen sehen? Hä? Rick, den Lagermeister! Hast du ihn gesehen? Du bist manchmal ziemlich ungemütlich. Weißt du das? Oh. Warte mal. Doch, ich habe ihn gesehen. Er ist dem Pfad in den Schuggel gefolgt. So ziemlich gerade auf die Felswand zu. Faselte was vom Fluss. Alles klar. Nächste Folge geht's hier weiter. Wir suchen dann weiter nach Rick. Vielleicht finden wir auf dem Weg auch noch Morty. Ich höre auf mit schlechten Witzen. Wir sehen uns morgen. Haltet die Ohren steif. Ciao.